Howdy ho, meine Creepy-Fans. Ich bin's, euer Raven the Creep. Heute drehe ich mal ein Video, was ich bisher nur einmal gedreht habe. Und, ja, mal wieder Bock dazu hatte, noch so ein Video zu drehen. Und zwar beantworte ich jetzt eure Fragen. So, das ist die zweite Folge von Ask the Creep. In diesem Format gehe ich auf eure Fragen, beispielsweise auf die Kommentare, die ihr mir unter den Videos hinterlasst, ein. Ich habe mir zwei Fragen plus zwei Doppelfragen ausgesucht und werde sie beantworten. Fangen wir direkt mal an. Zu Anfang eines der zwei Doppelfragen. Wie kamst du darauf, Creepypasta zu vertonen und wie lange brauchst du, um eine zu schreiben? So, wie lange ich brauche, um Creepypasta zu schreiben? Tja, Brady Boom, ich brauche circa ein paar Stunden, 10 Minuten, je nachdem. Wie ich drauf kam, Creepypasta zu vertonen? Tja, Tobias Dent, daran ist ein YouTuber schuld. Dieser YouTuber, der mich inspiriert hat, YouTube-Videos zu drehen, heißt Crucix. Seine Creepypasta waren halt für mich, keine Ahnung, halt etwas Neues. Ich kannte Creepypasta schon davor und habe sie auch gerne gehört, auch von World Creepypasta, Multi-German Creepypasta und halt vielen anderen und halt auch German Creepypasta selbst. Aber Crucix hat so eine Art Stimme dafür gehabt und keine Ahnung, ich habe jedes seiner Videos gesehen. Und er ist auch der Grund, warum ich mit YouTube-Videos angefangen habe. Hast du schon mal bei einem Anime-Tod geweint? Was ich von einem Anime-Tod halte? Mal überlegen, was halte ich wohl von einem Anime-Tod? Welcher Anime sollte sterben? Vielleicht, Death Note? Bitte. Ja, ich weiß, der war flach. Und ja, ich habe meine Pikachu-Cap auf, geschenkt von meiner Freundin. Danke dafür, Schatz. Und gehen wir direkt mal zu der dritten Frage. Raven ist scheiße, der mit der Mädchenstimme auch. Habla, habla. Auf diesen Kommentar werde ich jetzt nicht antworten. Das hat nämlich schon jemand vor mir getan. Alter, halt's Maul, Raven ist toll! Danke, genau meine Worte! So, jetzt zu der letzten Frage und das ist die Doppelfrage. Und ja, das letzte Mal war keine Frage, das war ein Kommentar, aber egal. Also, wer ist dein bester Freund und wie alt bist du? Naja, mein bester Freund ist Shadow. Mit dem habe ich aber zurzeit nicht so viel Kontakt, hatte aber auch seine Freunde. Mehr will ich darüber auch nicht sagen. Und wie alt ich bin? Ich bin vor kurzem 23 geworden, am 9.3. Das habe ich aber auch schon in meinem anderen vorherigen Conview erwähnt, dass ich da am 9.3. Geburtstag hatte. Könnt mir immer noch gratulieren, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Wenn ihr wollt, wenn nicht, dann okay. So, das Video ist vorbei. Gebt mir einen Creep-Like, Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Schreibt mir unter die Kommentare, ob ihr noch solche Videos, Fragevideos sehen wollt. Und abonniert meinen Channel, wenn ihr wollt, um nichts mehr zu verpassen. Und haut raus bis dann, aber halt, stopp. Ja, halt, stopp. Jetzt noch eine kleine Sache. Ich verlose nämlich zwei Gutscheine von dem Shop Elbenwald, von deren Online-Store. Dort könnt ihr nämlich schöne Sachen kaufen. 10 Euro habt ihr da geschenkt. Für 10 Euro könnt ihr da, glaube ich, gratis einkaufen. Oder ab 10 Euro. Bisschen so Rabatte. Und ja, diese Gutscheine könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im nächsten Video.
Darüber kommt demnächst, ich glaube jetzt am Freitag, kommt darüber noch ein kleines Video. So ein kleiner Statement zu der Verlosung. Und ja, haut raus, bis dann.